Ich kann mich noch erinnern, es ist noch gar nicht lange her, vor ein paar Tagen erst, da habe ich gefroren und zwar bitterlich. Es war kalt, minus 10 Grad. Wir waren unterwegs mit dem VW T6 California zum Extreme Camping. Es hieß Explore the North 2017 auf den Lofoten. Innen haben wir nicht gefroren, bombige Standheizung hat er, aber außen war es eben kalt. Jetzt stehen wir schon mitten in Deutschland und zwar mitten im Wald. 9500 Hektar ist er groß, private Forstwirtschaft hier. Was machen wir hier? Ja, wir haben 4 Nutzfahrzeuge heute im Programm. Einen kleinen, einen mittleren, noch einen mittleren und einen großen. Großen? Groß. Groß ist er. Es wird genickt, die Regie sagt ja. Ich habe das passende Hemd an, Holz habe ich auch, zwar nicht vor der Hütten, vom Kopf. Also in dem Sinne, los geht's. Das ist unser erster Kandidat heute, der VW Caddy Alltrack. Einmal haben wir ihn in der Sendung schon gehabt. Und zwar waren wir da im Burgenland unterwegs in Österreich. Und da hieß es, schweres Offroad-Gelände für den Caddy Alltrack. Da war er gerade neu. Das hat er gemeistert. Meistert er auch das hier im Wald, zum Beispiel für den forstwirtschaftlichen Bereich Kanadas. Das werden wir euch jetzt zeigen. 2 Liter TDI, 6-Gang DSG, 4-Motion-Antrieb der neuesten Generation. Damit herzlich willkommen bei BKF TV. Und für den heißt es jetzt dreckig machen. Ja, das macht laut hier im Dreck. So muss das sein. Ja, also Mission Caddy dreckig machen, das macht Laune, das bringt Spaß, er hat da kein Problem mit und selbst mit dieser Bereifung, er hat ganz normale Straßenbereifung drauf, nicht extra für Offroad, das heißt, ich sag mal, ich drück mal etwas Wasser weg Profil, nichts Besonderes und dann diese Matschepampe hier im Wald. Perfekt für den Förster zum Beispiel oder wenn man auch mal seinen Garten zu Hause umgestalten will. Das kann man mit dem Caddy Alltrack mit 4Motion natürlich auch. So, wir werden ja nicht BKF TV, wenn wir Blödsinn im Kopf haben. Das können wir am besten hier auch mit dem Caddy Alltrack machen. Nein, er kann's, er macht keinen Blödsinn. Und zwar, wir machen das Ganze mal eben rückwärts. Das ist nämlich auch eine große Eigenschaft des 4Motion-Antriebs von Volkswagen. Da passt man auf. Rückwärts einparken für den Förster auf einer matschigen Wiese. Oder wenn er sich einen Anhänger besorgen muss und ankuppeln muss, das ist kein Ding. Parktronic aus, schnell reingefahren, alles ganz ruhig. Wo ist der Kameramann? Oh, der steht da. Nicht, dass ich den über den Haufen fahre hier. Ich brauche noch nicht mal großartig Gas geben. Er schiebt sich hier so durch. Der 4Motion arbeitet super, auch wenn ich jetzt eben stehen bleibe. Auch kein Problem, langsam wieder anfahren. Und das im Gubbel mit der normalen Straßenbereifung. Der Caddy ist eine echt geile Kiste. So macht Autofahren Spaß. Im Matsch haben wir ihn jetzt gesehen. Wir haben ihn ein bisschen dreckig gemacht. Vorwärts, rückwärts, der Caddy Alltrack 4Motion. Alles kein Problem. Und ich sag mal, das als normale Straßenlösung. Diesen Weg gerade hier, schaut mal, den sind wir hochgekommen, natürlich mit unserem Instruktor. Sie hat uns hier hochgeleitet, also vorgelaufen, geguckt, wie ist der Untergrund. Tiefe Löcher hier, ein bisschen links, ein bisschen rechts. Und das alles mit dem Caddy, also das finde ich schon eine tolle Sache. Normalerweise großer Geländewagen oder LKW, also alles aus der Forstwirtschaft. Die großen Nutzfahrzeuge, die gehören auf solche Wege. Wir machen das mit dem Caddy Alltrack. Bei Volkswagen kein Ding. Ja, das war er. Dreckig haben wir ihn gekriegt. Ich sage der Caddy immer noch, das ist eine Lösung. Er bringt Spaß. Ich habe die Sonne hier. Es ist Bombenwetter. Mir geht's gut. Ich freue mich auf das nächste Auto. Und das nehmen wir uns jetzt vor. Das bringt Spaß, das bringt Spaß.
Darauf habe ich lange gewartet. Das ist er, unser Rockton, und zwar der T6 Rockton. Nach der Weltpremiere des normalen T6. Wir haben California schon getestet, Generation 6 haben wir gefahren, jetzt den hier. Und das ist ein richtiges Tier. Vom Fahrwerk höher, man sieht das insgesamt hier 60 mm, 30 mm durch die Fahrwerkserhöhung und 30 mm nochmal zusätzlich durch die Radreifenkombination. Unser Tester heute 2 Liter TDI, vollkommen ausreichend, Euro 6 selbstverständlich mit 110 kW und natürlich, was darf nicht fehlen, 4Motion-Antrieb. Und diesmal machen wir das nicht ganz faul mit schönen Automatik oder DSG, nee, ist ein 6-Gang-Schalter. So, und was der alles kann, das machen wir jetzt. Kommt mal mit. Kurzer, schneller Außencheck muss sein mit unserem Rockton. Ja, er sieht genau aus wie seine Geschwister auch. Caravelle Multivan Transporter Generation 6 California. Es ist ein T6. Der einzige Unterschied eben, mehr Bodenfreiheit. Hier auf jeden Fall auf den ersten Blick zu erkennen. 60 mm hier in unserem Testwagen mehr. Auch schön zu sehen hier der enorme Federweg, so heißt das Wort, also mehr Platz im Radlauf, bestätigt die hundertprozentigen Offroad-Eigenschaften. Serienmäßig natürlich eine Tür, in unserem Testwagen noch eine zweite verbaut und ansonsten genau wie die anderen auch, schick, weil ich mag den T6 wirklich. Kommen wir mal zur Farbe. Das bisschen, was man noch erkennen kann von der Farbe, das nennt sich Grape Yellow. Braucht man nur ein Grapefruit decken. Also Grape Yellow, wer es denn bestellen möchte, aus dem Hause Volkswagen. Ich weiß nicht, wie das bei euch auf dem Bildschirm aussieht. Es ist nicht postgelb, es ist eine Farbe für sich. Ja, Farbe beiseite. Lass uns nicht mal dreckig machen, das bringt viel mehr Spaß. Es ist sehr hügelig hier, ganz viel Steine. Langsam weiter, braucht gar nicht anhalten, lang einfach ganz langsam weiter. Und er wackelt. Reißt ein bisschen ab. Was wir rausmachen, wäre vielleicht auch die Sperre ganz gut. So, natürlich Differentialsperre haben wir auch. Die machen wir jetzt auch rein. Durchkappen. Aber das ist schon. Du hast jetzt einen dicken Stein unterm Rad, jawohl. Ja. So. Ich sag euch, das Auto ist echt super. Echt super, es bringt Spaß. Er kann das, der hat das drauf. So, Vorsicht, Kameramann. Und sobald ihr die Drehzahl höher hast, gehst du von der Kupplung runter. Gut. Und dann musst du was bleiben am Gas. Achtung, Gas. Gas, 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 jawohl. So, wir haben noch eine ganz brenzliche Stelle hier. Und ich habe aber keine Angst, weil ich habe, was ein Zufall, habe ich schon mal getroffen, die Niki hier. Niki ist mein Instruktor heute. Also das, was Niki sagt, da muss ich drauf hören. Und Niki hat gesagt, ganz langsam, bis ich auf diesen Stein komme. So, jetzt kommt er ein bisschen hoch. Und jetzt geht er ganz langsam wieder runter. Und das müssen wir auch machen, damit wir hier nicht aufsetzen. Also Offroad ist, in der Ruhe liegt die Macht. Wer hat das gesagt? Luke Skywalker? Nee, ne? Ich kann nur sagen, auf jeden Fall macht dieses Auto wahnsinnig viel Spaß. Also mit dem Bulli, wenn ich mir jetzt vorstelle, da noch vor kurzem mit dem California auf den Lofoten. Auch ein T6 und jetzt sowas hier. Also echt super. Ich würde hier noch nicht mal mit Gummistiefeln durchgehen. Der Rockton, der rockt. Und vor allen Dingen mich. Super. Also nicht ein Tempo drüber fahren. Ja. Also wir werden hier super betreut, das muss man auch mal sagen. Wahrscheinlich, wenn wir hier alleine im Gelände wären, hätten wir das Auto schon zerlegt. Und das wollen wir auf keinen Fall.
Naja, von innen könnt ihr sehen, also es ist T6 pur. So sieht er aus. Wie seine Kollegen auch. Alles ein bisschen funktionaler gehalten. Ist auch eigentlich vom Ursprung her ja ein Transporter. Und das zeigt er hier auch. Was so ein Auto alles kann. Meine Herren, es bringt Spaß. Wie, das war schon? Kein Schlamm mehr? Oh Mann! Aber ich habe den nächsten Schlamm schon gefunden. Kameramann ist geil, ne? Wenn es so schaukelt, dann kann man die Kamera nicht stillhalten. Ne? Oh, guck, Fenster zu und Wasser. So, dass das wirklich kann, das habt ihr jetzt gesehen. Und wie gesagt, es ist ein T6 ja im Grunde genommen. Mann, der macht Laune und der hat richtig was drauf. Für mich ein Nutzfahrzeug. Der ist super. Wir schauen noch mal innen rein. Wo ist da der Unterschied zwischen seinen Geschwistern? Da gibt es nämlich auch noch einen. Also kurzer Innencheck. Funktionalität, Flexibilität und vor allen Dingen Robustheit. Dafür steht der VW T6 Rockton ja nicht nur außen und mit seinen Fahreigenschaften, sondern natürlich auch vom Innenraum. Bis auf den Fahrer- und Beifahrerarbeitsplatz. Vorne alles schön übersichtlich gestaltet, jeder Schalter da, wo er hingehört und schnell erreichbar. Hinten ist der Raum auch noch funktional, sage ich mal. Hier ist ein Schienensystem drin verarbeitet oder drin verbaut, was wir so nicht unbedingt kennen, zum Beispiel aus dem Multivan. Das ist ein etwas anderes. Die Sitze sind hier schon richtig verschraubt. Also es macht ein klein bisschen Mühe, wenn ich sie rausnehmen würde. Es sind drei Einzelsitze hier in unserem Testwagen drin. Das nenne ich wieder Flexibilität. Ich kann hier hinbauen und machen, wie ich das eben gerne als Kunde haben möchte. Auch natürlich hier schönes Accessoire, hier diese Trittleiste aus Aluminium, das schützt, dann sind die Kanten nicht so schnell abgeschrabbert. So, machen wir hinten noch mal eben schnell einen Blick rein im Kofferraum, da gibt es nämlich auch noch was. Bevor ich die Klappe aufmache, euch das eben von innen zeige, also noch mal hier das Gesicht auch eindeutig T6 4Motion. Da verrät uns das schon. In unserer Ausstattung sogar, hier unten die Linse, macht besonders viel Link Sinn bei der Matschfahrt. Also für die Rückfahrkamera, die da verbaut ist in dem Command-System. Natürlich habe ich hier die Möglichkeit, es ist ein Arbeitstier, auch eine Anhängerkupplung hinter zu haben, die auch richtig was schafft. Da fühlt er sich bestimmt auch richtig wohl mit. So, jetzt schauen wir eben rein. Schöne große Klappe, optional natürlich erhältlich auch mit zwei Türen, damit ich auch Rampenbeladung habe oder Gabelstaplerbeladung. Wie immer, ihr kennt das, unser ganzes Gerödel ist hier drin. Zeugt ja schon mal davon, dass Kofferraum genug vorhanden ist. Viel wichtiger ist dieses Gitter hier, was fest eingebaut ist. Unten in diese Schienen auch wieder festgeschraubt. Dadurch auch nochmal Funktionalität oder Flexibilität. Wenn ich also die Sitze rausnehme, kann ich das Gitter ganz nach vorne setzen, wie ich das auch immer haben möchte. Und so möchte man das heute oder so möchte der Kunde das oder so möchtet ihr das. Also Flexibilität, nicht zack rein, so ist es, herzlichen Glückwunsch, sondern ich kann hier machen, was ich will. Und das geht bei Volkswagen und erst recht im T6 Rockton. So, damit nehmen wir uns jetzt das nächste Auto, noch ein T6, aber ein ganz besonderer. Bevor wir uns den T6 Panamericana vornehmen, ja, richtig gehört, mit dem Campingwagen im Gelände, das geht bei Volkswagen auch, haben wir natürlich einen, der darf nicht fehlen. Und das ist mein persönliches Schatzi hier, das ist der Amarok V6 TDI, 165 kW, 550 Newtonmeter Drehmoment, das soll erstmal jemand nachmachen. Permanenter Allrad, hinten blattgefedert, es ist ein Pickup. Und wo wir gerade dabei sind, Multivan und Amarok sind Allradautos des Jahres 2017. Gerade erst frisch gekürt, während unserer Dreharbeiten haben wir die Pressemeldung bekommen. Der
Multivan als Offroader bzw. als 4Motion, als Allradfahrzeug, das 12. Mal in Folge. Und unter den Pickups mit weitem Abstand natürlich eher hier der Amarok. Super Auto. Ja, mit denen machen wir natürlich jetzt auch noch ein bisschen Blödsinn. Wir haben ihn ja ein paar Mal im Gelände gehabt. Wir kennen seine Vorzüge, schauen gleich noch mal ein bisschen genauer rein. Und was jetzt passiert, das weiß nämlich keiner. Und zwar ist das so, wir haben ja einen neuen Kameramann. Der weiß jetzt gar nicht, was los ist. Das ist nämlich er hier, das ist der Kurt. Und Kurt ist noch nie Offroad gefahren. Und den schicken wir jetzt in den Amarok rein. Und der darf jetzt gleich durch die schwierigste Mattstelle fahren. Ah, jetzt ja. Ja, Kameramann Kurt kriegt jetzt gerade Anweisungen, bitte. Ja, wieder ein bisschen mehr gerade stellen. Wieder ein bisschen mehr gerade stellen, ja. Wie gesagt, als Kameramann engagiert, als Stuntman gearbeitet, die volle Fontäne bekommen und jetzt Adrenalin pur. Kurz erste Autofahrt in einem Allradfahrzeug mit Assistentin und jetzt haben wir Kameramann Niki am Arbeiten. Also verkehrte Position, spannende Geschichte und es kommen wieder Zeichen, Gas geben, damit wir hier sauber durchkommen. Es macht wirklich Spaß. Kontinuierlich dranbleiben. Ja, drinbleiben in der Spur. Einfach nur dem Lenkwinkel folgen, nicht zu stark einlenken, nur dranbleiben am Gas. Dranbleiben, mehr Gas. Und gerade und jetzt. Du hast den Moment verpasst, musst du mal ein kleines Stück zurück. Ja. Also das ist halt typisch für Offroad. Du hast immer mal so Stellen, da brauchst du mal kurz richtig Gas und dann ansonsten fährst du schön Piano. Jawohl. Ein bisschen mehr darfst du fahren. Ja, jetzt soll wieder ein Schwung kommen hier. Dann kannst du wieder ein bisschen einfahren teilweise. Ja. Ah, Hosen schon voll? Nein. Ich hab euch bei euch. Ich hab euch bei euch, ja. Adrenalin, alles gut. Sitze, wenn sie das erste Mal Offroad fahren. Übrigens, wir haben mal, das weiß der Kurt nicht, wir haben mal die Laura mitgehabt. Die Laura? Ein gerade über 20-jähriges Mädchen, die noch nie so ein großes Auto gefahren hat. Ja. Und naja. Okay. Also sie war... Wie ist das ausgegangen? Ja, sehr, sehr gut. Also du musst dich dran halten. Dann zeig, was du kannst. Okay, ich fahre jetzt runter und... Mach mal die Scheibe lieber wieder ein Stückchen. Ja, gut. Okay. Langsam anfahren, ganz anderes Fahren als sonst, aber man fühlt sich sicher. Also mit einem anderen Auto würde ich mich das nie im Leben trauen, aber dafür ist dieses Auto hier halt gemacht. Es ist spannend. Siehst du die Steine auf dich zukommen? Die Steine sehe ich nicht auf mich zukommen. Die sind nicht auf dich zukommen, da ist so eine Ecke. Ja, siehst du die Ecke? Also weiter langsam, mehr rechts, mehr links. Nee, einfach nur gerade weiter, nur an der Stelle eben gucken, dass du da nicht schnell drüber fährst, sondern schön langsam, um das Einfedern eben zu vermeiden. Okay, also da kommt die nächste Schwierigkeit. Ganz langsam, genau. Ganz langsam, ganz langsam, ganz langsam. Jawohl. Jetzt kommt die Ecke, jetzt merkst du die am Rad, ja, ne? Ja. Und da fährst du das Rad ganz langsam drüber, um eben möglichst kein Einfedern zu haben. Das spart Bodenfreiheit. Ja, das fühlt sich gut an. Hat scheinbar geklappt. Genau. Das gleiche nochmal hinten. Perfekt, genau. Pro Rad denken. Bei jedem Rad einzeln sozusagen und dann ist das schick. Einfangen, Bremse, jawohl. Super. Super. Wow, und sogar Erfolgserlebnisse, es passt. Weiter. Es passt. Gut. Er bietet natürlich auch super Sicherheit hier. Ja, es war spannend. Kurt, erzähl. Ja. Wie war's? Dein erstes Mal Offroad in deinem Leben? Ja. Und gleich Abenteuer pur, ne? Mit allem, was dazugehört. Aber wie gesagt, mit dieser Assistentin an meiner Seite habe ich mich sicher und gut gefühlt. Hat Spaß gemacht. Und ich kann diesen Adrenalinkick, den du dabei verspürst, nachempfinden. Das ist klasse. Ich habe das sonst nur beim Singen, aber es geht auch beim Autofahren. Beim Singen ist allerdings nicht so gefährlich, ne? Ja, ich darf ja auch noch mal die Alltagsfähigkeiten hier des Amarok, nichts präpariert, einfach im Wald und da hat er Laune. So, nicht, dass der Kurt wieder nass wird. Und tiefes Wasser ist für den Amarok auch kein Ding. Schön in die Badewanne rein, wie es sein muss.
Oh, was geil. Ich liebe dieses Auto. Was ist hier denn los? Die ganze Strecke ist ja blockiert. Was ist passiert? Ja, hier ist gerade ein Baum runtergerollt. Jungs, werden sich gleich mal drum kümmern, dass der da wieder wegkommt. Also, das gucke ich mir jetzt erstmal genauer an. Hier wird geschuftet, hier wird gearbeitet. Da komme ich gerade aus dem Gelände. Was ist los? Baum umgefallen? Ja, wir müssen aufräumen. Ihr habt ja einen Amarok. Ja. Der ist ja geil. Guckt euch den mal an. Ein Amarok mit einer Winde vorne dran. Das ist auch geil. Ich will das auch haben. Boah. Schön, wa? Jungs, zeigt mal, was ihr drauf habt. Ja. Action! So wird also professionell gesägt und dafür die Winde, das sehen wir jetzt auch. Also der Amarok funktional, auch multifunktional, er kann eben alles hier, die Waldarbeiter haben das. Zack, angeschmissen. Das wiegt auch bestimmt irgendwas. Ja. Wie viel wiegt der? Das ist 1500 Kilo. 1500? Ja, ja. Ja, 1500 Kilo, also schwer, auf jeden Fall kann ich ihn nicht heben. Und mit einer Winde vor dem schicken Amarok hier wird uns der Weg wieder frei gemacht, damit wir auch gleich weiterfahren können. Was ein Spielzeug. So, Weg ist frei, weiter geht's. Ein Turn mache ich noch. Ich kann nicht genug haben von diesem geilen Auto. Geile Kiste. Es ist zwar nicht die richtige Jahreszeit, aber trotzdem, ho, 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 draus vom Walde, da komme ich her. Ich muss euch sagen, mich wundert gar nichts mehr. Erst recht nicht mit dem Amarok. Das vierte Mal war ich jetzt im Gelände mit dem. So aber noch nie. Wir sind ja jenseits jeglicher Zivilisation. Der macht sein Ding. Meine Herren, nochmal, ich bin einfach sprachlos, mir gehen die Worte aus. Wo ich ansonsten ja immer so viel laber. Einen haben wir noch, und zwar den T6 Pan Amerikaner, auch eine geile Kiste. Ich sag Camping 4Motion, auch hier, das kann er. Den nehmen wir uns jetzt auch noch vor. Pan Amerikaner, der T6, den haben wir jetzt, und da schauen wir mal ein bisschen rein und was der so kann. Der kann nämlich einiges, vor allen Dingen noch ist er sauber. Ja. Die wissen manchmal nicht, was zu tun, wenn sie uns ein Auto geben. Wir können das Auto nämlich auch richtig dreckig machen, weil er steht da drauf. 2,0 TDI, 150 kW und hier sogar 7-Gang DSG-Getriebe, also Doppelkupplungsgetriebe und 4Motion. Ja, ich würde sagen, wir werfen jetzt, wo er noch sauber ist, mal eben einen Blick ins Auto rein. Was ist ein Panamerikaner überhaupt? Und dann machen wir ihn dreckig. Der Panamerikaner von innen, er ist nicht nur ein, in Anführungsstrichen, sage ich mal, Camper. Er ist natürlich ein Businessmobil und er ist auch ein großer Familienwagen. Ja, das sieht man hier dran. Im Moment zwei Einzelsitze. Ich habe sie mal umgedreht und nach hinten geschoben. Wir haben natürlich auch noch eine große Bank. Wir bauen das gleich nochmal um. Mir geht es hier als erstes um den Tisch. Durch diese Schiene hier, Flexibilität, kann ich das vorschieben. Und das ist tatsächlich ein Tisch. Und zwar jetzt nicht so unten, wie er ist, sondern gucken, ob es klappt. Oh, geht. Drehen und ich habe meinen Tisch. Reicht nicht. Können wir den auch noch hin und her drehen, nach links und nach rechts. Und wir haben sogar noch einen Getränkehalter noch mal zusätzlich. Im unteren Bereich dann eine schöne Ablage, das Geheimversteck und an den Seiten auch für die Tageszeitung oder den Atlas. So, das mal eben schnell wieder zusammen. Zack. So. 3, 2, 1, meins. Jetzt habe ich den so blöd im Griff. So. Und schon ist er wieder verbaut. Einmal einen Sitz vor, was der so kann. Das sind nämlich alles Drehsitze. Und schön.
Schön sehen sie aus. Kaufen Sie jetzt. Nein, herrlich. Mit Armlehnen, mit zwei Armlehnen. Hier mit Lederausstattung. Bombe. Das reicht nicht. Wir haben hinten eine große Bank. Drehen wir das alles einmal. Und wir müssen ja auch drin schlafen. Ich habe ja gesagt, es ist eigentlich auch ein Camper. Also Freizeit für den Globetrotter. Das können wir. Wir bauen um und zeigen euch, dass man hier auch drin schlafen kann. Jetzt haben wir unsere Einzelsitze umgedreht, dass ich quasi hier das richtige Businessmobil schon habe. Ich mache mir das noch bequemer. Ich habe hier noch eine schicke Armlehne. Oh, meine Herren, ist das geil. Ich möchte gar nicht mehr aufstehen. Ich sitze richtig bequem hier. Ich fühle mich schon wie im Reisebus mit diesem weiten Blick nach vorne. Guck mal, man sieht hier, ich habe auch noch Jalousien an der Seite drin. Ich habe genug Ablagefächer für Wasser, Cola, Fanta, Sprite, was weiß ich, oder fürs Bierchen. Kein Problem, wie gesagt, den Tisch kann ich verstellen. So, entschuldigt meine dreckigen Hosen und Schuhe. Wir sind ja im Gelände unterwegs und das ist ja nicht der erste, den wir hier heute machen, sondern Alltrack Caddy, Amarok und der Rockton. Die haben mich schon echt gequält heute und es hat Spaß gemacht. Ich möchte aber jetzt schlafen, das kann ich, das mache ich. Hier unten habe ich so Klappen, zum Beispiel in der hier ist noch eine Schublade drin mit einem Reifen-Tool-Set, falls ich mal Platten habe, mit Kompressor. Super. Jetzt muss ich eigentlich nur den Nippel durch die Lasche ziehen. Das mache ich jetzt auch. Ich ziehe unten und dann kann ich mit der ganzen Rücksitzbank schön nach vorne. So, reicht das erstmal, sonst habe ich gleich gar keinen Platz mehr. Boah, jetzt machen wir das Auto dreckig, das tut mir richtig leid. Aber ist ja Leder und ist ja pflegeleicht. So, und damit die Bank jetzt ganz runter geht, muss ich einmal nach hinten. Ihr bleibt hier drin, bin sofort wieder da. Jawohl, da bin ich. Und jetzt kann ich auch ziehen und die geht ganz runter. Und jetzt habe ich schon meine Liegefläche. Ich kann hier drin schlafen, definitiv. Mit den Sitzen noch alles richtig zusammengestellt, vernünftig. Dann geht das. Nur die Küche fehlt. Ja, dann nehmen wir doch besser lieber in Kalifornien. So, dass der Panamerika hier als Familienvan, als Businessvan oder als Globetrotter, Freizeitcamper was taucht und vor allen Dingen Offroad, nämlich 4Motion, das zeigen wir euch jetzt. Es heißt wieder Auto dreckig machen. Mein Lieblingshobby heute. Los geht's. Entschuldigen Sie, kann ich da rechts reinfahren? Aber ich habe doch einen T6 in Panamerika. Klar kann ich das, zeige ich euch. Also das wäre ja wohl was. Das schafft er. Offroad, Allrad und das im normalen T6 Panamerika. Schön sinnig, schön langsam. Müssen nur unsere Park-Distance-Kontrolle ausmachen, die piept sich natürlich. So, 4Motion, kein Problem. Schön langsam hoch und sinnig. Und das läuft. Da kommt er durch, da kommt er, da fährt er. Und schon sind wir drin. Wäre ja auch gelacht. Meine Herren, es ist doch einfach nur langweilig, auf Straßen zu fahren. Wir fahren im Wald. Wir gehen jetzt campen. Suchen uns einen schönen Schlafplatz. Also immer noch auf der Suche nach dem perfekten Übernachtungsparkplatz, wirklich mitten im Wald unterwegs und das wieder mit normaler Straßenbereifung. Also so langsam gehen mir die Worte aus hier. Mensch, Volkswagen, Offroad, Nutzfahrzeuge, 4Motion, ich kann nicht mehr, ich bin sprachlos. Ich muss mich jetzt echt wirklich mal hinhauen. Wirklich abseits. Wirklich abseits hier und ich denke, ich habe schon meinen Schlafplatz gefunden. Das ist schön, hier auf einer Lichtung. Ich muss bloß aufpassen, dass ich hier nicht geklaut werde. Hier gibt es bestimmt Wölfe und Bären. Ich denke, ich habe jetzt meinen Schlafplatz hier gefunden, schön auf so einer Lichtung.
abseits der befestigten Wege. Da gehört er hin. Da gehöre ich jetzt hin. Hier habe ich meine Ruhe. Es ist so wunderschön ruhig hier. Ich muss bloß aufpassen, dass ich eben nicht vom Bären gefressen werde. Das war unsere Offroad-Party heute, die 4Motion-Party von Volkswagen, angefangen mit dem Caddy Alltrack, dem kleinen. Wir haben gezeigt, was er kann abseits der Straßen, also der braucht sich nicht verstecken. Und der T6 rockt. Ich habe ihn gesehen auf der IAA. Schaut noch mal in dieses Video rein. Ich war so scharf auf die Kiste, habe die Jungs gleich angesprochen und die Mädels, habe gesagt, den will ich fahren. Heute hatte ich die Gelegenheit. Der macht Laune. Das ist ein richtig geiler Transporter. Da kann man mit anpacken, da kann man was reinpacken. Er ist robust, Rockton. Dann mein Liebling, ich muss es eben sagen, mein Amarok. Gott, was bin ich in den verliebt. Herrlich. Das vierte Mal mit ihm im Gelände, mit unserem 8-Stufen-Wandlerautomat, permanenten Allradantrieb und für die Leute, die sich auskennen, 550 Newtonmeter Drehmoment und das ist wirklich eine Hausnummer. Der macht Laune, der macht Spaß. Im Übrigen legt Volkswagen danach nach. Es gibt demnächst noch einen kleineren Motor und es gibt jetzt schon 6-Gang-Schalter beim Amarok, natürlich auch untersetzt, damit ich auch richtig im Getriebe fahren kann, im Gelände fahren kann. Und mit Allrad, der ist dann zuschaltbar, während der Große ja den permanent drin hat. Also auch kein Ding für den, der ein bisschen mehr arbeiten will, für die Schaltwagenfreunde. Ja, und dann er hier, also ich hätte es nicht gedacht, dass ich mit einem ganz normalen T6, ja, so normal ist er ja nicht, aber eigentlich Familienvan, Businessvan, Panamericana für den Globetrotter. Ich kann also auch drin schlafen, einfach so ins Gelände fahre. Ihr habt es gerade gesehen, abseits der Straßen. Geil. In dem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten hier bei BKF TV. Denkt ans Liken, Teilen, Kommentieren und meinetwegen auch kaufen, verkaufen, Gutschein schenken. In dem Sinne, ich kann nicht mehr. Ich bin total fertig bei dem Bombenwetter hier in dem wunderschönen Wald. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ich hau mich hin.